mit Stairs und ich, Lunetschki. Schönes Intro, ich weiß. Also wir laufen einfach nur geradeaus durch, dann einfach da schon wieder geradeaus, dann immer so um die Ecke, bis wir irgendwann ankommen. Keine Ahnung, ich hab doch keine Ahnung von solchen Spielen. Ich verlaufe mich eh. Okay, das wird jetzt also der gruseligste Teil des Spiels wahrscheinlich. Er speichert, wunderbar. Es macht schon mal süße Geräusche. Geradeaus. Okay, ich hoffe, ihr findet mich so ein Vieh nicht. Ich hoffe, die können nicht krabbeln. Ich hoffe es einfach. Alter Scheiße. Ey, wenn ihr nicht so eine gruseligen Geräusche machen würden, wäre es alles okay. Ich weiß nicht, wo es ist. Da ist es. Gut, es schreit irgendwie rum. Es hat mich gefunden, aber es... Alles klar. Oh, ist das ein ekliger Sound. Leute, das ist eklig, aber es kann nicht krabbeln. Das ist gut. Ist die Frage, wenn ich da hinten laufe? Alles klar. Läuft es da außen rum? Es kann... Oh Gott, wie viele sind das denn? Scheiße. Alles klar. Ich renne einfach. Ich bin ein Kriegezeug. Hallo, Kumpel. Scheiße. Und es gibt noch mehrere Sektionen. Wir dürfen also nicht entdeckt werden. Das ist ja das Beste, was mir jemals passiert ist. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Ich liebe es. Ich liebe es. Überhaupt nichts machen zu können. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Toll. Moment, ich muss mal kurz WhatsApp deaktivieren. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also versuchen wir es einfach mal mit Schleichen, wenn wir merken. Dieses Vieh darf uns auf jeden Fall nicht... Ja, okay, es ist schon zu spät. Alles klar. Nee, sowas mag ich überhaupt nicht, wenn man sich nicht verteidigen kann, weil es kann immer sein, dass man kurz vor Ende entdeckt wird und dann muss man den ganzen Scheiß aber von vorne machen. Und auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Ich stehe nicht auf sowas. Wo man immer wieder von vorne anfangen muss, wenn man verkackt. So. Hier müssen wir erstmal langsam sein. Und schleichen. Wenn wir normal laufen... Ist das Vieh, glaube ich, nicht in die Quere, oder? Einfach hinterhergehen. Das ist das Simpelste, was man machen kann. Und es läuft eigentlich immer in der Regel einer gewissen Route. In einer gewissen Route. Okay. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Wir laufen jetzt hier lang weiter. Und ich hoffe, dass der Weg richtig war. Sonst habe ich ein Problem. Jetzt bis zum nächsten Abschnitt will ich kommen. Shit. Aber ich glaube, hier drin bin ich erstmal sicher. Hallo, ich will hier gern raus. Ich bin jetzt gefangen. Zumindest war es der Eindruck, jetzt wäre ich gefangen. Ich höre davon recht wieder. Aria B2, wunderbar. Speicherst du hier, Spiel? Natürlich nicht. Wir müssen in einem Rutsch durchkommen, oder was? Scheiße, ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe einfach mal verdammt keine Ahnung. Shit. Einfach quer durch. Wird schon irgendwie funktionieren. Ey, ich schwitze gerade total. Ich hasse sowas. Wie die verhurte Pest, Alter. Wo bin ich denn jetzt? Da oben. Einfach geradeaus weiter und dann unten, dann bin ich dann da. Oh, scheiße. Mir ist auch gerade total warm. Okay, das scheint sicher zu sein, das Loch. Nicht hier richtig? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich hoffe einfach, dass ich den nächsten Weg finde. Und ich wieder zurücklaufe vor allem. Aria B3, wunderbar. Oh, geil. Oh. Wie ich sowas hasse. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht zurück.
Ich bin schon wieder zurückgelaufen. Ich bin... genau. Ich bin zurückgelaufen. Scheiße. Immer kurze Sprints einsetzen. Okay, Areal B3 ist hier lang. Gut. Damit wir Bescheid wissen. Wir kommen hier so nicht weiter. Da liegt ein Zettelchen. They came after me. I didn't have a choice. I hit him. I grabbed a rock and I hit him. There's nowhere left to run. It's me or them. Alles klar. Geht alles nicht auf, okay. Sprinten wir mal ein kurzes Stück. Gerade echt Glück, dass ich gut durchgekommen bin und dass mir einer entgegenkam. Und ich kenne mein Glück, jetzt kurz vor Ende. Löff, tot. Alles nochmal von vorne. Das Spiel hat nämlich wahrscheinlich nicht gut genug Checkpoints dafür. Okay. Alter Fuck. Alter Fuck. Alter, hier unten hausen Jahrhunderte von denen. Alter Schwede! Ist das creepy, Mann! Jetzt fühle ich mich gerade wie bei Descent Abgrund des Grauens. Krasser Film übrigens. Nur zu empfehlen für alle, die gerne auf Filme stehen, die überraschend sind. Ich traue mich nicht vorwärts an dem vorbeizulaufen. Aber muss ich wohl, oder? So langsam wie möglich. So langsam wie möglich. Oh, fuck off, Alter. Ist das unheimlich. Mega die abgefahren, groteske Scheiße, Mann. Und hier die Babys. Oh, fuck. Bloß nicht an die Hände kommen. Bloß nicht an die Hände kommen. Macarena. Einfach schleichen, schleichen, schleichen. Da geht's nicht weiter. Da hinten ist ein Zettel. I can hear noises all around me. I'm not sure if I'm going crazy or if there is someone coming. Finally coming to set me free from this horrible nightmare. Alter Schwede, ey. Man hat doch sowas nicht. So, erstmal normal weiterlaufen. Ich vermute mal, hier unten geht's bestimmt lang. Da ist Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da lang sollte oder ins Licht. Ich gehe einfach hier weiter. Und hoffe, dass das richtig ist. Hier ist immer ein Schlafsack. Hier hat sich jemand versteckt, wie mir scheint. Ich mache das jetzt auf gar keinen Fall an. Das lockt die Viecher an. Hundertprozentig. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich weiß, es ist bestimmt ein Fehler. Da ist bestimmt irgendwas Wichtiges drauf. Aber Leute, ganz ehrlich, ich will es jetzt nicht riskieren. Ich weiß nicht, wie die Checkpoints hier sind, es hat noch nicht gespeichert. Renn, 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 eingeschissen hat er sich auch noch. Richtig schön cremig. Die Nusspampe in die Hose geschissen. Ist das herrlich, oder was? Oh. Ein Spiel. Ich sag's euch. Hoppala. Should be enough. Ja, hatten wir schon.
Ich nehme erstmal die Night Vision weiter. Und gehe weiter runter. Alter Schwede. Können wir diesem Albtraum endlich mal entfliehen? Kann das Spiel jetzt zu Ende sein? Ja, das wäre schön. Apfelschorle trinken. Das erfrischt. Das erfrischt. Ach, Leute, ey. Ich werde dann ganz bekloppt hier von dem Scheiß. So, gehen wir weiter im Kreis. Und schauen, was jetzt als nächstes auf uns wartet. Wahrscheinlich nur ein Kreis. Da ist die nächste Tür, juhu! Ich freue mich. Es geht raus! Was? Filans Stuckbi! Dann gehen wir mal zu Filans Stuckbi. Ich mach's mal ein bisschen heller für euch. Durch den Fotoknips. Obwohl man gefühlt so schnell da rennen kann, ja. Kann man auch. Hier sind Blümchen. Blümchen? Ja. Schöne Umgebung auf jeden Fall. Der Unreal Engine sei Dank kann man das Spiel auch auf hohen Settings genießen. Ich verliere ein Stück wie. Stuck by. How very much I have loved you. How much I have only wanted you to have a better life. I'm speaking not as a leader. I'm speaking as a prophet today. Alles klar. You must go through our trials like everyone else, if you are to join us. Could this be where was Remens has been hiding? I'm sure it's him on the speakers. Alles klar. Wir haben jetzt eine Person gefunden, oder? Wir müssen hier drei finden. Oh nee. Oh nee, das Spiel geht noch voll lang, oder? Severus us has been through palliative care, but we all rather be here with blablabla. Alles klar. Es geht um Remens. Wie auch immer Remens ist. Remens alive? Schmuck. Ein bisschen Blut in der Wanne. There are some people who left us today when they heard about Remens decision. The fools, they betrayed us, they betrayed all of us. Die haben uns alle betrogen. Und werden deswegen wahrscheinlich hier an den Stuhl gefesselt und kacken sich immer in die Hose. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht so schön hier. Das Dörfchen. Wobei es eher aussieht wie so ein Ferienlager. Noch mehr Blumengedönse. Noch mehr Kladderadatsch. Haufenweise Gedönse. Und we all choose a way to go. Remens says it will be different depending on how we do it. So long as we are willing. I have made my news and I will join the others in the forest soon. Nanu. Da kam ein bisschen Kohlensäure mit. Beim Einatmen. Beim Ausatmen. Beim Überatmen. So, jetzt lass mich doch mal hier rinnen. Ich will den nächsten Text lesen. I feel as though we're starting to fail. I like the rest of us hold little hope for the future. I have made my... Blablabla. Hemlock. Die Wohnungen werden immer hübscher, ne? Also muss man schon sagen, ihr habt euch eher echt geil eingerichtet. Ihr Hübschen. Was denn hier los, ey? Quillen Stuckby. Ein großer Ort. Aha. Wir haben also verschiedene rote Punkte, die wir besuchen müssen. Das ist der Ort hier an sich. Und wir kommen von oben wahrscheinlich. Das heißt, wir müssten, wenn wir geradeaus weitergehen, zu den drei Orten kommen. Nur wo ist geradeaus? Ich sehe doch hier eh nicht durch. Gibt es hier noch mehr Texte? Wenn ja, interessieren sie mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich. Oh, noch mehr Text! I think the stress of knowing and not knowing have been the worst that ever. I couldn't stand all the fake smiles. Im Prinzip ist das alles nur ein hingeklatschter Scheiß von irgendeinem Typen. Ich gehe jetzt geradeaus durch. Ich habe da keinen Bock auf die Scheiße. Mich interessiert sein Text nicht, sein wirres Geschripsel. Die Türen sind hier eh alle abgeschlossen. Von dem her interessiert mich das erst recht nicht. So, gehen wir mal hier weiter. Da standen Menschen, habt ihr das gesehen? Schattenartige Gestalten. Okay, hier ist aber auch nichts. Also der Weg scheint schon mal nicht der richtige zu sein. Das war der wahrscheinlich, der nach außen führt am See. Das heißt, wir müssen jetzt die nächste Querstraße geradeaus weitergehen. Und dann kommen wir dahin, wo wir wollten. Ich hoffe doch. Zumindest mal. Ich nehme stark an.
Was geht da? Memorial Site und Campsite, okay. Alles klar, gehen wir da lang. Noch kann ich sprinten. Ich bin gespannt, was mich hier verfolgt. Im ersten war es ein hübsches Mädel. Im zweiten war es irgendein Untergrund-Scheiß. Mit Viechern? Campsite, Memorial Site, Philange Duckbeep. Ich gehe jetzt hier weiter. Aber wir wollen jetzt so. Das sind Lichter. Ach, guck mal, hier kann man sich aufteilen. Campsite. Was ist denn das da? Ist das ein Zaun? Ist hier abgeschlossen? Das scheint verschlossen zu sein. Da kommen wir so noch nicht weiter. Wahrscheinlich brauchen wir da einen Schlüssel für. Oder irgendwas. Gut, dann gehen wir erstmal zur Campsite. Es macht schon wieder so eine eindrucksvolle Musik. Da kommt doch gleich irgendwas. Der Slenderman oder so. Aus dem Dunkeln. Zu uns. Ich nehme mal Licht anmachen. Da hinten rennt was. Ich hab das doch gesehen, mein Freund. Brauchst dich gar nicht verstecken. Ich hab dir gesehen. So, hier ist die Campsite. Was gibt's denn hier zu lesen? All the necessary arrangements has been made with the owner of the village. We will have one day to celebrate and then fall asleep. This should give people time to reconsider if they wish. Und das war's jetzt? Jesus, hä? Kann ich sonst noch irgendwas... Ach, guck mal. Erkennt man ja kaum. Man muss das Feuer anfotografieren. The fuck? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Fire will lead you to what you seek. You must follow the light. For there is nothing else. Alles klar. Ich soll dir nicht folgen. Oh, wie putzig. Na, dann folge ich dir mal, mein kleines Leuchtleinchen. Okay, es macht einen gruseligen Eindruck. Du bist ein bisschen schnell, wa? Warum kommt so eine creepy Mucke? Ich will das nicht. Irgendwas verfolgt mich doch bestimmt gleich, oder? Scheiße, 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 du bist zu schnell. Warum kommt da so eine gruselige Musik? Ich reiß nicht. Als absolut nicht. Wahrscheinlich ist er irgendwas schneller als ich. Verfolgt mich! Ich will mich gar nicht jetzt umgucken! Ich will's gar nicht wissen! Ich will's gar nicht wissen! Es verstört mich zumindest tiefst. Hä? Nein, das ist das richtige Licht! Du veräppelst mich hier wohl, was? Denkst du dir zumindest? Ich sehe aber auch nichts hinter mir. Nichts, was irgendwie anscheinend macht, als wenn ich irgendwie verfolgt werde oder sowas. Das ist richtig Licht. Ich glaube, wir schon denken, dass es nach rechts weitergeht. Irgendwie hatte ich so im Urin. Im Instinkt. Oh, diese spannende Musik ist irgendwie... beklemmender als der eigentliche Inhalt, den ich gerade tue. Da ich nichts sehe, nichts merke, nichts spüre, auf die Umgebung auch gar nicht achte, ich gucke nur auf diesen Punkt. Wie so eine Katze. So. Wenn man von weit genug wegguckt, dann merkt man, dass die einen irgendwie... immer gleich leiten. Ich darf wahrscheinlich aber auch nicht zu weit weg sein. Sonst komme ich wirklich in die Dunkelheit oder so. Du bist ganz schön ausgebufft, du kleines Ding. In der Höhle willst du mich locken. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin nicht schnell genug. Hör auf.
Sei nicht so schnell! So. Ach du Kacke! Weiter weg, beobachten, gucken wohin. Was ist jetzt? I have tried to give you peace. I have died every day to give you peace. Alles klar. But it's too late. It's too late to apologize. It's too late now. It's too late. We win when we go down. And they have nobody else to hate. And they'll destroy themselves. It's not suicide. It's an act of revolutionary suicide. Hm. Revolutionärer Selbstmord. I do not hesitate to leave this world in peace, as Raymond says. I only fear that my children will grow up into dummies that do not understand Raymond's genius. Gut, wir haben jetzt, als wir geradeaus lang gelaufen sind, bin ich einmal hier lang, glaube ich, das ist der Weg gewesen, und jetzt kann ich doch da den Weg machen. Das sind also drei Prüfungen immer noch, die, ja, so dementsprechend aussehen. Das erste war Licht. War jetzt nicht so spektakulär, muss ich gestehen. Nett gemacht, aber hat jetzt. Also die Musik hat mehr Spannung in mir hervorgerufen als das, was man wirklich da erlebt hat. Aber war auch nicht schlecht. War eine Erfahrung. Trotzdem verabschiede ich mich hier und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Auf der Nachfolge. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.